Hallo Pflanzenfreunde, ich habe schon zahlreiche Videos über meinen Eukalyptus gunnii veröffentlicht. Aber woher kommt eigentlich der botanische Name? Da ist zunächst Sir Joseph Dalton Hooker zu nennen. Hooker studierte ab 1832 an der Universität von Glasgow, wo er 7 Jahre später zum Doktor der Medizin promovierte. Als Arzt und Botaniker unternahm er ab 1839 Reisen in die Antarktis sowie nach Neuseeland und Tasmanien. Hooker war mit Charles Darwin befreundet und übernahm unter anderem die Klassifikation der von Darwin auf den Galapagos-Inseln gesammelten Pflanzen. Als zweites ist Ronald Campbell Gunn zu erwähnen. Dieser war ein in Kapstadt, Südafrika, geborener australischer Botaniker und Politiker. Als junger Mann begleitete er seinen Vater nach Mauritius, Westindien und Schottland, wo er ausgebildet wurde. 1829 wanderte er nach Tasmanien aus und wurde dort später Polizeirichter und Privatsekretär des Vizegouverneurs. Gunn trat 1841 von seinen Positionen zurück, um ein Anwesen in Nordtasmanien zu übernehmen, und verbrachte die nächsten 14 Jahre damit, die Flora und Fauna Tasmaniens zu untersuchen. Dabei sammelte er, Zitat, auf den erhöhten Hochebenen im Innern Tasmaniens, insbesondere in der Nähe der Seen, Zitat Ende, das sogenannte Typusmaterial des Eukalyptus gunnii, das heißt die wichtigsten Pflanzenteile, die für eine botanische Beschreibung notwendig sind. In Tasmanien kam letztendlich der Kontakt mit Joseph Dalton Hooker zustande, der dann 1844 im Londoner Journal der Botanik den Eukalyptus gunnii erstmals offiziell beschrieb und mit dem Artnamen dessen Entdecker Ronald Campbell Gunn ehrte. Hier noch ein paar Bilder eines schönen Exemplares im Botanischen Garten der irischen Hauptstadt Dublin. Übrigens ist die Zuchtform Azura, benannt nach den bläulichen Blättern, noch etwas winterhärter als die Wildform und damit für unser Klima in Deutschland bedingt geeignet. In sehr harten Wintern können die Bäume trotzdem Schaden nehmen, wie es bei meinem im Februar 2021 der Fall war. Nach diesem kurzen botanischen Exkurs gibt es demnächst wieder aktuelle Bilder meiner Eukalyptusbäume. Also dann bis zum nächsten Video.